Das vorletzte Album ist eine komplette neue Mischung, neue Fusion mit mehreren neuen Sounds, modernen Sounds und so coole Beats. Aber es ist auch trotzdem eine Mischung mit so ruhiger und entspannender Musik. Also eine ganz geile Mischung für alle. Leo Rojas ist ein Panflötenspieler aus Ecuador. Er besitzt 2 goldene Platten für über 200.000 verkaufte Alben. Sein YouTube-Kanal mit mehr als 1,7 Millionen Abonnenten besitzt eine Aufrufzahl weit über 500 Millionen weltweit. Im Jahr 2011 gewann er unter anderem die 5. Ausgabe der RTL-Fernsehshow Das Supertalent. Mit bereits 6 Alben auf dem Markt stellte der 35-Jährige am Mittwoch, den 13. November 2019, die neue Deluxe-Edition seines aktuellen Albums Leo Rojas in Schönebecks E-Center vor. Genau, nochmal, das neue Deluxe Album Edition ist das die Mission von der vorletzten Album und dazu die 4 neue Songs, dass wir so ein schönes Paket gemacht haben so für die Weihnachtssaison. Da wo ich steht zum Beispiel die 2 Songs, was ich gespielt habe, zum Beispiel Cover of Fire oder Amazing Grace und dazu es gibt so die Feliz Navidad und noch ein anderer Titel, das mal ist ein ganz schönes Paket, was man nehmen kann. Also nochmal, das für die Weihnachtszeit auch eine tolle CD, aber auch für die mit den anderen Songs eine geile CD, dass man das ganze Jahr hören kann. Nach Schönebeck verschlägt es den Panflötenspieler bereits zum 2. Mal. Er kennt sich bereits in der Region Sachsen und Sachsen-Anhalt sehr gut aus, da er hier seine Karriere startete. Hier in Schönebeck, das ist meine 2. Mal und allgemein diese Gegend von Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, dann kenne ich mir so ein bisschen aus, weil ich früher, als ich Straßenmusik gemacht habe, dann hatte ich mir Weichen in diese Gegend auch und deshalb also war auf jeden Fall eine große Freude für mich, wieder hier zu sein. Angefangen hat der heutige Berliner als Straßenmusiker im Alter von 15 Jahren, als er nach Europa kam. Ja, eigentlich, es war so, mein Interesse an Musik begann, seit ich 12 bin. Aber sonst mit den Instrumenten, mit der Panflöte, dann habe ich auch genau angefangen, seit ich in Europa bin. Ich irgendwie für Ende des Monats kommen muss, um ein bisschen Geld zu verdienen, dann weiß ich ganz genau, das war der 16. März der Jahre 2001, wo ich auf der Leipziger Fußgängerzone, wo ich das allererste Mal gespielt habe. Und seitdem habe ich mich einfach so selber beigebracht. Und seitdem habe ich einfach so das Instrument, was mich präsentiert. Leo ist weltweit unterwegs. Mit seiner mehrköpfigen Band tourt er durch Südafrika, amerikanische und asiatische Länder und füllt dort problemlos große Konzerthallen. Ja, momentan, ich bin jetzt, dieses Samstag, dann gebe ich mein letztes internationales Konzert. Also so wie ich vorher gesagt habe, dass ich leider in Deutschland sehr wenig unterwegs bin. Da spiele ich am Samstag in Warschau. Und das wäre das letzte Konzert des Jahres so außerhalb Deutschland. Und ich habe das am 15. Dezember das Konzert in Hanau bei Frankfurt am Main. Und so, das wäre für dieses Jahr. Aber für nächstes Jahr, da steht der Plan, noch in ein neues Album zu arbeiten. Und auf jeden Fall, es gibt schon manche Termine, wo wir arbeiten in meinem Kalender. Verschiedene, jetzt momentan sind ein paar Länder, jetzt bestätige ich, wo ich das besuchen werde. Und auf jeden Fall freue ich mich darauf. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Leo Rojas weiterhin viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Elbe-Kanal, das ist mein Sender.